beim Masturbieren unterbricht, komm ich in den Beat, leg die Taschentücher weg, zieh die Hose wieder hoch und die Gardinen dann beiseite. Ich reiße mich an meinem Riemen in die Scheiße, doch zieh mich wieder raus, Stück für Stück, so wie eine Penisverlängerung, Stück für Stück. Ich brauche keine Nächstenliebe, nur ein bisschen Glück, ein Haufen Kapital, einen schlauen Plan und zu guter Letzt eine Werkstatt, in der ich dann die Laserkanone bauen kann, mit welcher ich den Planeten bedrohen und ausnehmen kann. Alte Klassenkameraden sagen, er war immer seltsam, doch dass er die Erde versklavt, das glaubte keiner. Und sie schicken Glückwunschkarten und Schokolade, gratuliere mir zu dem Erfolg, den ich gerade habe, versammeln sich unter der Laserkanone. Ich bin gerührt und steig herab, da zücken sie die Pistole. Und ich sag, in dieser Welt kann man niemandem vertrauen, nicht mal dir selbst, also wem willst du vertrauen? Vertrau dem Edgar, denn er ist dein Freund. So, du willst mir vertrauen, das kostet 3000 Euro. In dieser Welt kann man niemandem vertrauen, nicht mal dir selbst, also wem willst du vertrauen? Vertrau dem Edgar, denn er ist dein Freund. So, du willst mir vertrauen, das kostet 3000 Euro. So wie die zweite Strophe, die den Refrain unterbricht, komm ich in den Beat und das ist in etwa wie sowas klingt. Achte auf Edgar und seinen Sinn für Eloquenz und so. Ich denke grenzenlos in Schubladen und Kategorien. Wenn wir von Klischees reden, bin ich der Kellner, der sie bedient. Und jedes Wort, das ich schreibe, nur der Versuch, sein Essen zu vergiften. Doch augenscheinlich ist er immun. Und weil ich keine passenden Übergänge parat hab, wechsle ich das Thema wie ein schizophrener Charakter. Bei jeder hohlen Zeile, die ich schreibe, stirbt ein Baum ab. Die Menschheit geht drauf, weil sie nicht mehr atmen kann, ja. Das Leben ist wie nach einer Chemotherapie. Aus dem Krankenhaus kommen und beschimpft werden als Neonazi. Doch ich mach das Beste daraus, zieh ne Perücke auf und stell mich selber vor das Krankenhaus. In dieser Welt kann man niemandem vertrauen, nicht mal dir selbst, also wem willst du vertrauen? Vertrau dem Edgar, denn er ist dein Freund. So, du willst mir vertrauen, das kostet 3000 Euro. In dieser Welt kann man niemandem vertrauen, nicht mal dir selbst, also wem willst du vertrauen? Vertrau dem Edgar, denn er ist dein Freund. So, du willst mir vertrauen, das kostet 3000 Euro.